Ich heiße euch herzlich willkommen hier zur FIFA 23 Karriere mit dem VfB Oldenburg und die letzte Episode, die war, nee komm, ich habe zuerst überlegt, ob ich mit euch aus der Blume raussprechen würde und zu sagen irgendwie so, ja, die letzte Episode war nicht ganz so gut oder bla bla, nein, wir müssen mal hier die Fakten auf den Tisch knallen, die letzte Episode war absolut beschissen, die war wirklich richtig, richtig kritisch und die hat mich auch wirklich sehr, sehr, ja, kritisch nachdenken lassen. Ich habe sehr, sehr viel überlegt, was wir mit dieser Mannschaft besser machen können. Ich habe euch gefragt gehabt, was wir besser machen können mit dieser Mannschaft. Ihr habt mir in den Kommentaren auch tatsächlich so ein paar Tipps eben mitgegeben, die ich mal umsetzen soll, um zu gucken, ob das vielleicht fruchtet in dieser Mannschaft. Denn, ja, wir sind auf einem extremen Abwärtstrend. Schon insgesamt hier in der zweiten Liga haben wir eigentlich schon, ja, wie gesagt, insgesamt ein sehr, sehr schwieriges Standing. Ich glaube, wir haben mit Abstand, wirklich mit absolutem Oberabstand die meisten Gegentore gefressen in der Saison. Das ist selbstverständlich eine Statistik, die wir nicht haben wollen, aber das ist parallel auch eine Statistik, die ja so ein bisschen der Verteidigung geschuldet ist, weil der Offensive möchte ich eigentlich ehrlich gesagt gar nicht irgendwie so groß, ja, dem möchte ich das gar nicht groß mies sprechen. Es gab viele Spiele, wo wir auch viele Tore eben erzielt haben. Wir haben zum Beispiel auch, glaube ich, ein 3:3 oder so, glaube ich, war das gehabt und so weiter. Also die Offensive funktioniert, aber diese drei Gegentore, die wir im Gegenzug bekommen haben, die sollten eben nicht passieren. Und da ist halt wirklich dann die Verteidigung gefragt. Hier ist die Abwehr Reihe gefragt, dass die sich ja in den Arsch speist und ihre Arbeit vernünftig macht. Und dann hat jemand vernünftig in die Kommentare geschrieben, wie ich finde, versuch es doch mal mit so einer Art Fünferkette, wo du den Sechser einfach ein bisschen zentrierter mit zurücknimmst in diese Abwehrlinie. Und das habe ich jetzt mal mit Salifu gemacht. Also das heißt, mir ist ja schon oft aufgefallen, gut, auf den Flügeln gibt es immer mal wieder so ein paar, ja, Schnitzer nenne ich das einfach mal, wo dann auch die Flügelspieler des gegnerischen Vereins nach vorne gezogen ist, ne, und dadurch zum Beispiel auch Platz zum Flanken bekommen hat. Aber das war meiner Meinung nach nicht das größte Problem. In den Spielen habe ich nämlich gesehen, dass das oftmals so diese tödlichen letzten Pässe sind, die an unsere Verteidigung durchgespielt worden sind und wo unsere Verteidiger nicht schnell genug am gegnerischen Stürmer, am gegnerischen Mann waren, um ihn zu decken. Und ich glaube, das können wir ganz gut eigentlich, ja, wir können da ganz gut eigentlich gegenhelfen, wenn wir uns einfach einen Sechser, hier Salifu in dem Fall, weiter zurückziehen. Ihm sagen, ja, unterstützt die Verteidigung mehr, wenn es hier zum Angriff des Gegners kommt. Aber, wie es auch wieder richtig in die Kommentaren reingeschrieben worden ist, er bleibt immer noch Mittelfeldspieler. Das heißt, ich habe immer noch Optionen hier so zwischen Buchtmann und Hansen mit Salifu ein bisschen zu agieren. Und die Idee mag ich und ich hoffe, dass diese Idee auch ein bisschen fruchten wird. Ich habe außerdem gesehen gehabt hier in der Mannschaft, die Stimmung ist nicht mehr so geil. Bei den Spielern, die in der, ja, Startformation sind eher, Deichmann ist natürlich nicht zufrieden, das sollte ja auch nicht sein, seine Leistung liefert das auch gar nicht, dass er zufrieden sein, wobei, da steht er ist zufrieden, aber wir wissen, was dieses Smiley eigentlich bedeutet, der ist so in diesem Mischmasch, so in diesem Mischverhältnis von wegen, ja, irgendwie fühle ich mich doch unwohl, das hat Fornalcik auch, aber das macht auch irgendwie so seine Leistung momentan mit ihm und bei Schmidt zum Beispiel sehen wir sehr katastrophal, also der ist sehr unglücklich, spielt er eben auch selten, deswegen wahrscheinlich auch eben so groß unglücklich, wir sehen, Badji wäre sogar wieder zur Verfügung, aber ich bin ganz ehrlich mit euch. Ich wüsste gar nicht, wo ich ihn reinstecken soll hier in der Mannschaft, weil die Mannschaft, so wie sie steht, schon echt eigentlich ziemlich gut funktioniert. Wir können ihn vielleicht über Starke mitnehmen, maybe, weil er kann ja auch im Sturm spielen und 64 Schießen hat er. Ja, guck mal, Starke hat 65 Schießen, ist gar nicht so weit davon entfernt, aber ja, mit Krasniqi da auf dem Flügel läuft es eigentlich ziemlich, ziemlich gut. Ich habe außerdem hier in den Taktiken, war das, auch eingestellt, jetzt mal das Aufbauspiel auf langer Ball eben zu setzen. Warum? Weil mir auch in den Kommentaren geschrieben worden ist, es ist schwieriger für eine Mannschaft wie VfB Oldenburg viel hier auf Ballbesitz zu spielen, weil wir haben halt nicht so diese nötige individuelle Spielerqualität, die man für so ein Aufbauspiel eben benötigt, weil ich glaube, vorher hatte ich sogar, glaube ich, auf einen schnellen Aufbau, glaube ich, sogar mit Ballbesitz gesetzt und das kannst du halt, wie gesagt, schwer machen mit so einer Mannschaft wie VfB Oldenburg, deswegen setze ich mal auf langer Ball, versuche das Ganze also, ja, mit einem guten Stellungsspiel vorne rein eben auszuspielen. Ich weiß noch nicht so ganz, ob wir das hier, die Chancenerarbeitung auf Ballbesitz behalten oder zum Beispiel, ich habe auch überlegt, die Läufe in die Spitze zu aktivieren, weil das wäre schon cool, wenn wir hier unseren zum Beispiel Schleusener oder so ein bisschen besser aktivieren können hier im Sturm, weil das ist mir schon des Öfteren aufgefallen, dass unsere Stürmer eben nicht so, ja, weiß ich nicht, es sind meistens irgendwie unsere Mittelfeldspieler oder unsere Flügelspieler, die da irgendwie die Tore erzielen. Ich mache das einfach mal, Läufe in die Spitze und langer Ball. Wir versuchen es einfach mal mit dieser Taktikvorlage hier. Wir müssen jetzt ja momentan sehr viel rumprobieren, also koste es, was es wolle. So, hoffentlich kostet uns es aber keine Punkte, denn gegen Karlsruhe geht's als nächstes. Und wenn wir uns eben ganz kurz hier in die Tabelle reinwuseln, dann sehen wir, wie gesagt, wir auf Platz 16. Also Relegationsplatz hier, kurz vor der dritten Liga, muss man an der Stelle sagen. 2 Siege für uns, 2 Unentschieden, aber 7 Niederlagen und da sieht man es, 28 Gegentore. Unsere Verteidigung braucht also ein erhebliches Pflaster. Und das brauche ich wahrscheinlich auch bald. Wir sehen außerdem,
Wir haben 8 Punkte, der KSC hat 11 Punkte. Wir können mit einem Sieg den KSC wahrscheinlich nicht überholen, weil wir gehen jetzt mal nicht davon aus, dass wir hier so eine krasse Tordifferenz uns rauskegeln, dass wir die noch überholen können. Man kann ja mal belieben. Zumindest rein theoretisch ist es für uns möglich, sogar über St. Pauli zu kommen. Also so schlimm sieht es gar nicht aus. Die Punkte sind immer noch relativ dicht bei uns. Und bevor wir hier in diese Partie reingehen, in den KSC, muss ich, glaube ich, wirklich was wechseln, weil ich sehe schon, dass ein paar unserer Spieler ein wenig angeschlagen sind, was sehr schade ist, wo ich dann doch mal ein bisschen, ja, rotieren wollen würde. Also Salifu würde ich gerne mal ausprobieren wollen, hier in dieser Position, weil Salifu ist ja auch unser Stammspieler, ne, selbstverständlich auf der Sechserposition. Ich könnte natürlich überlegen, hier den, ja, wie zum Beispiel Peters oder sowas einzusetzen, maybe sogar den Fuchs. Ich möchte Müller ehrlich gesagt auch mal gerne sehen, ne, weil Müller hat immer noch das Attribut, glaube ich, nicht aufregender Mann für die Zukunft, sondern dieses andere. Zeigt großes Potenzial. Also der kann für uns immer noch sehr, sehr gefährlich und sehr, sehr gut werden. Von daher, ich überlege ihn sogar, weil Schmidt momentan sowieso sehr unzufrieden ist, ihn sogar einfach mal mitzunehmen. Dann kann ich nämlich zum Beispiel Krupa gegen Buchtmann wechseln und Müller gegen Hansen beispielsweise. Also sein Dribbelwert ist schon extrem geil, muss ich sagen. Ich will Brandt eigentlich, ich will so vieles eigentlich machen. Ich will auf jeden Fall erstmal Keller einsetzen, weil Keller hat meiner Meinung nach bessere Spiele geliefert als ein Plautz. Und ich möchte Mielitz auch einsetzen, weil auch er bessere Spiele geliefert hat als ein Lotka. Ich werde, glaube ich, Steurer einfach mal mitnehmen. Jemand hat mir mal random in die Kommentare geschrieben, das habe ich gar nicht verstanden. Warum leihst du nicht Marcel Appia aus? Ich glaube, das war der absolute Obertroll. Ich musste auf jeden Fall ein bisschen schmunzeln. Also falls du das da draußen hörst, der mir den Kommentar geschrieben hat, also du hast auf jeden Fall deinen Soll erfüllt, du hast mich zum Lachen gebracht, das fand ich ein bisschen geil. Oder Fuchs könnte ich mitnehmen, wobei der hat gar kein Attribut mehr. Das ist aber so eine kleine, das ist halt schade, ne? Verletzung bei ihm, die ihn so weggegrätscht hat. Egal, komm, wir machen es jetzt mit den Spielern. Wir versuchen es mal mit der Mannschaft, wobei ich möchte Plautz, glaube ich, gegen Knüstock, ja, einfach damit er vielleicht sogar eingesetzt wird und dadurch ein bisschen glücklicher wird. Oh, Fornalci gewinnt hier richtig schön den Ball und vielleicht kommt ja jetzt der Umschwung, nachdem ich gesucht habe hier in der Mannschaft. Oh, schade, dass Schleusener nicht den Fuß reinbekommen hat, um den Ball hier mitzunehmen. Und hoffentlich, wie gesagt, ich sehe schon, ich beobachte immer so zwischendurch, was unsere Abwehrreihen halt eben machen. Ich sehe jetzt schon wieder, dass Salifu sich ein bisschen sehr viel offensiv orientiert hat und jetzt gibt es direkt mal einen Angriff hier von Tide. Oh, der bringt die Flanke rein, Salifu mit dem Kopfball, wehrt den aber nicht gold richtig ab und... Ey. Also was willst du in den Situationen besser machen? Wollt ihr mir jetzt ernsthaft erzählen, es geht schon wieder so weiter wie aus der letzten Episode oder was? Ich hatte wirklich sehr viel Hoffnung gehabt, bis jetzt der Quatsch schon wieder hier gekommen ist. Guckt ihr das hier schon wieder an, was hätte ich da anders machen können? Ja, ich habe den Spieler da unglücklich gewechselt mit Deichmann, hätte ich vielleicht mit Deichmann angreifen sollen. Mielitz sieht da aber auch nicht perfekt aus und Salifu? Liegt es vielleicht doch am Spieler an der individuellen Qualität? Es fehlt halt immer noch diese eine Klasse Innenverteidiger. Das ist immer noch so mein Hauptargument Nummer 1. Dass da, wo halt im Deichmann steht, braucht Jovanovic echt einen besseren Spieler. Das wird vielleicht einer sein, den müssen wir uns in der nächsten Transferperiode, also die Wintertransferperiode, verpflichten vielleicht sogar. Oder es ist halt wirklich unser Jugendspieler, ne? Oh, warte mal. Nee, da wollte ich gar nicht hinspielen. Nein, doch nicht zu Salifu. Ich war auch mit meinen Augen ganz woanders, ey. Ich war eigentlich... Oh, guck mal. Das meine ich, ne? Jovanovic, der macht das halt ganz gut. Guck. Guck, es geht weiter, es geht weiter. Runtergespielt, da ist er, Schleusener mit der Chance. Oh, der macht den nicht. Und auf einmal ist unsere Chancenverwertung auch ein Problem, oder was? Schon in der letzten Episode war Krupa derjenige, der geschossen hat. Und dann, och Mann. Ich will damit nicht sagen, dass es eine hundertprozentige ist. Aber in FIFA ist das schon eine hundertprozentige eigentlich gewesen. Weil in FIFA fliegen die eigentlich gut aufs Tor. In dem Fall haben wir es ja gerade gesehen. Oh, danke schön für diese Parade. Ich habe die Lücke schon wieder gesehen gehabt. Ich habe schon wieder ein bisschen die Lücke da angewuselt. Und ich wollte das schon wieder als Kritikpunkt Nummer 1 setzen. Manicek mit Batsmas. Findest du so cool, dass Fornalcik tatsächlich, das ist mir auch schon des Öfteren aufgefallen, in der Defensive sogar mithilft auf den Flügeln. Also das finde ich eigentlich auch mal ganz stark. Also vielleicht ist der Offensiv gerade nicht da oder oftmals ein bisschen lässt er zu wünschen übrig. Aber ich bin ganz ehrlich mit euch, in der Defensive finde ich das ganz cool, dass er da wirklich immer mithelfen möchte. Heise gegen Endure und das ist doch mal ein schöner Zweikampf gewesen, worauf wir jetzt vielleicht nochmal einen guten Stellungsspielwechsel jetzt machen können. Was wollen wir jetzt hier? Schleusener schicken wir nämlich. Aber da ist der Gegenspieler schon dran, wehrt das auch gut ab, aber Fornalcik kann den mal mitnehmen. Spielt auf Salifu. Ja, der Pass war jetzt nicht perfekt, ehrlich gesagt. Spielen wir weit oben. Was? Okay, wobei, das geht auch. Da sehe ich nämlich doch jemanden schon. Nämlich da oben. Schön gesehen. Schleusener. Mit dem Fernschuss. Schleusener! Nee. Viel zu einfach für den Keeper. 30. Minute. Eine relativ gute Chance. Die zweite schon für Schleusener. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass die irgendwie... Oh, schön! Nein, wir bleiben nicht im Ball. Ich betone es gerne nochmal. FIFA hat mal ein Update rausgehauen, wo sie ganz, ganz groß angekündigt haben, wenn du im Ballbesitz kommst, behältst du den Ball auch. Oh, Fornalcik,
Das war ein richtig geiles Solo hier von denen. Und wieder nach oben gespielt mit der Hacke so. Nein! Nein! Das kann einfach nicht wahr sein. Das ist einfach nicht wahr, was hier passiert. Oh mein Gott, nochmal. Oh mein Gott, nochmal. Ey, was kann ich denn noch alles machen? Wieso ist alles so knapp, was ich... Entweder ich stehe 32 Meter vorm Tor, das kommt richtig gefährlich und richtig knapp. Oder ich stehe 0,5 Meter vorm Tor und es wird gefährlich und knapp, aber halt eben kein Tor. Und ich glaube, jetzt kann man auch was wechseln, hätte ich schon fast gesagt. Weil genau, vor allen Dingen in der Innenverteidigung, oh, ich würde Jovanovic nur sehr ungern auswechseln, wisst ihr das? Er ist so ein Innenverteidiger-Dirigent da, aber ja, seine Fitness macht es halt nicht besser bei ihm gerade. Deswegen, ich glaube, Steurer, ich mache es. Ich, ja, Jovanovic, der ist, ja, das ist so ein Fels in der Brandung da hinten. Aber ganz ehrlich, wenn er, es bringt mir auch nichts, dass er sich irgendwann zerrt und dann haben wir ihn gar nicht mehr. Von daher, komm, wisst ihr was, den wechsle ich aus. Und ich überlege wirklich, ob ich Starke gegen Schleusener einwechsle. Aber Schleusener kriegt halt seine Chancen da vorne, nur er macht sie halt nicht. Und deswegen, ich habe noch die Hoffnung so weit drin, dass er vielleicht mit etwas Glück gleich mal eine Chance auch verwerten kann. Ach, was? Krasniki, wie wär's, wenn du den Ball auch annimmst und nicht einfach nur an dem Ball entlangläufst? So, Schleusener! Komm, Starke, komm du. Ja, da, habt ihr es gerade gesehen? Starke hat, warte, das kann ich doch jetzt noch sehen, oder? Genau, hier, da reden wir mit Starke nämlich und sagen nämlich so, ach, weißt du was, komm, schicken wir Schleusener raus, kannst du das denn besser machen? Er nickt und sagt, ja, klar, Trainer, ich kann das besser machen. Von daher, komm, wir geben Starke jetzt die Chance. Das dauert. Was ist los? Jetzt auch noch die Chancenverwertung von unserer Mannschaft für den Arsch, oder was? Und wisst ihr was? Müller kommt gleich hinterher gegen Hansen. Weil Hansen ist auch gerade irgendwie nicht, weiß ich nicht, der ist auch gerade irgendwie nicht auf seinem Level, wo er normalerweise irgendwie rumspielt. Von daher, weißt du was, ich bringe die jetzt beide. Jetzt kommt Starke, jetzt kommt Müller rein. Und das ist doch jetzt hoffentlich mal hier ein Start, ein Kickstart, um etwas zu verändern. So, wisst ihr was? Den kegeln wir jetzt auch nochmal richtig geil rein von Buchtmann. Schön hochgeschossen kommt der, da ist Deichmann und der kommt da nicht ran. Das übliche Bildchen. Aber wir kriegen es direkt nochmal hin. Und zwar die nächste Flanke. Da ist schon wieder Deichmann. Wenn er von da halt eben den reinköpft, nennen wir ihn auch Stirnacken. Oh, Salifu. Diese, oh, warte, Müller. Nee, der hat auch eine Ballkontrolle von... Oh, nee, wir kriegen hier den Ball wieder... Nee, wir kriegen doch nicht den Ball wieder unter Kontrolle. Schade. Müller! Eingewechselt! Müller! Per Kopf! Müller! Zum Ausgleich! Ich hätte nicht gedacht, dass wenn er da per Kopf halt zuschlägt, dass er den reinmacht, ne? Ich war wieder kurz davor auszurasten, vor allem, weil ich die Latte schon wieder klacken gehört habe. Aber Müller ist da. Müller zeigt, dass man ihn einsetzen kann. Und guck mal, was das hier war. Ein hoher, langer Ball. Also die Taktik funktioniert. Dass er den Ball nicht benutzt hat, ne, sondern den Köpf. Das ist eigentlich schon wieder ein Grund, seinen Vertrag aufzulösen. Aber ey, komm, ich kann es ihm nicht übel nehmen. Der ist halt eben doch kein Stürmer. Aber dass er hier ein Tor erzielt, ist auch geil für ihn. Ne? Einfach die Geschichte dahinter so. Er kann sich vielleicht jetzt durchsetzen bei uns in der Mannschaft. Mal gucken, ist ja auch ein Top-Talent bei uns. Und dass er für uns jetzt hier einen Ausgleich erzielt hat, macht es natürlich viel besser, diese Geschichte. Boah, ist das geil, ey, endlich. Und vielleicht, also, ich sag euch, die Chance steht auf einmal so ein bisschen in Sternen geschrieben, dass wir vielleicht mal endlich wieder einen Punkt abholen können. Es gibt eine Eckballsituation hier für den KSC. Ich guck nochmal, ob ich was wechseln kann. Oh, Deichmann wechseln wäre, boah, das wäre echt nötig, ne? Ich überlege, ob ich vielleicht Salifu einfach mal die Innenverteidigerposition gebe. Die kann er sogar spielen, da fühlt er sich sogar ein bisschen heimisch. Und dass ich mich dazu entscheide, sogar Krupa hier einzuwechseln, den weiter nach vorne... Ich weiß, es ist gefährlich, ne? Vor allem bei einem 1:1 und dann ihn genau hier zum ZM, hier vorne aber zum ZM zu machen, so weit vorne, wie es halt geht. Ja, so mache ich das jetzt, glaube ich, eher. Wobei Buchtmann ist, glaube ich, defensiv nochmal ein Stückchen besser. Also werde ich Buchtmann eher auf die Position eben setzen. Und Salifu, wie gesagt, versuchen wir einfach mal als Innenverteidiger da. Das kann schon ganz gut werden, ne? Salifu fühlt sich da ja auch so ein bisschen wohl. Und vor allen Dingen nochmal eine frische Kraft damit reinzubekommen, ist gar nicht mal so schlecht. Wir haben auch damit jemanden eingewechselt, der auch groß ist. Also wir verlieren, glaube ich, gar nicht so viel Masse da in der Innenverteidigung. Zum Schuss und Mielitz zur Parade, ey. Hohohoho, nächste Eckballsituation hier. Das war echt gut geschossen von denen. Krupa macht sich sogar schon warm da an der Stelle. Kobalt. Oh, Krupa tatsächlich. Der kleinste Mann auf dem Feld muss per Kopfball jetzt aushelfen. Und da kommen wir vielleicht... Nee, da kommen wir leider natürlich nicht ran. Wäre ja auch wieder zu einfach gewesen für so ein FIFA-Spiel. Oh Gott, Freunde. Oh, da werden sie jetzt noch oben auf die Flügel verlagert. Ndouré. Oh, jetzt muss Steurer mithelfen. In der Mitte müssen wir aufpassen. Steurer stellt einen Fuß rein. Wir bleiben hier auch im Ballbesitz. Klärt die Scheiße einfach mal ein bisschen weg. Und dann geht's vielleicht sogar ein bisschen vorwärts. Komm.
Ball in unseren eigenen Hälften, in unseren eigenen Beinen behalten. Und jetzt wird Starke geschickt. Starke ist durch. Starke, das muss es sein. Starke, komm schon. Schieße. Ja! 2:1. Oh. Mir fällt so ein Stein vom Herzen, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich hab Gänsehaut. Yes! Yes! Ja, Mann! Da ist es endlich! Das 2:1. Und wie geil war das denn bitte? Marcel Franke da, die Nummer 28 mit einem absoluten Blackout. Geht gar nicht, was er sich da geleistet hat, ey. Starke rennt so durch und dann dieser Abschluss, dieser so wichtige Abschluss. Meine Fresse, dass er die... Ach, der behält die Kontenance und... Jallert den da rein und das ist für uns hier in der letzten Sekunde womöglich die 3 Punkte, die wir gebraucht haben. Pfeif ab. Ja! Fuck yeah, Alter. Boah, fühlt sich das gut an, mal endlich wieder einen Sieg zu haben. Auch noch in Oldenburg. Die ganzen Oldenburger Fans, die freuen sich jetzt wie sonst was. Wow, ey, was ein Spiel das gerade war. Ich kann es immer noch nicht so ganz fassen. Und hoffentlich ist das jetzt der Aufwärtstrend, den wir wieder in der Mannschaft brauchen. Gerade eben habe ich kurz in der Pressekonferenz auch schon die Frage bekommen gehabt, könnt ihr jetzt die Wende schaffen? Ich habe natürlich klipp und klar den Journalisten gesagt, natürlich, was glaubt ihr eigentlich, wer ich bin? Selbstverständlich schaffen wir die Wende. Und das ist ja erst der Anfang dieser Legacy. Und wir sehen schon, im nächsten Spiel haben wir es, ich sag mal, zumindest vermeintlich einfach. Ja, wir müssen nämlich gegen den Vorletzten, es geht ran gegen Eintracht Braunschweig. Und wie gesagt, gegen den vermeintlich zumindest ja einfachen Gegner. Und das würde für uns bedeuten, wir haben hier wieder die Chance, 3 Punkte eben abzusahen und dadurch wirklich einiges an Plätze wieder gut zu machen hier in der Tabelle. Wir haben es zumindest schon mal geschafft auf Platz Nummer 15, was schon mal außerhalb der gefährlichen Zone sozusagen ist. Also das ist ja schon mal ein ziemlich guter Anfang. Gerade eben kam Budgie nochmal auf mich zu und sagte so, hey Trainer, ne, jetzt bin ich komplett ausgeruht und die Verletzung ist halt eben wieder verschwunden und bla bla bla. Bitte lass mich noch Teil des Teams sein und wisst ihr was, ich gebe ihnen auf jeden Fall die Chance. Fornalcik wird jetzt mal zur Seite weichen und dann kommt Budgie hier mal wieder auf seine gewohnte alte Position. Wir gucken mal, was ein Budgie mal wieder für unsere Mannschaft hier leisten kann. Da bin ich schon extrem gespannt drauf. Außerdem, ja, Deichmann, tut mir leid, du wirst gegen Herbst einfach mal ausgewechselt, einfach weil Deichmanns Leistungen dann doch eher niederschmetternd sind. Ich habe leider immer noch kein ZDM, ne? Ich würde theoretisch Fritz Fuchs haben, der aber nicht mehr wirklich das Potenzial abrufen kann, was er mal hatte. Von daher... Ja, bin ich noch nicht so wirklich ganz davon überzeugt, da einen Fritz Fuchs hinzustellen. Wobei, er ist ja auch eher trainierter Innenverteidiger. Also es könnte auch funktionieren, aber sein Defensivwert ist halt immer noch von 50. Das ist halt abscheulich. Da gibt es wahrscheinlich sogar Stürmer, die mehr haben als er. Ich könnte Peters ausprobieren, aber der hat nur eine 53 Stärke und ist halt wirklich nur drin für den Fall, dass zum Beispiel Salifu verletzt sein sollte. Ich glaube, da habe ich gar nicht so wirklich große Chancen, irgendeinen Spieler rauszunehmen. Müller muss selbstverständlich meiner Meinung nach jetzt spielen. Nachdem er ein Tor erzielt hat, hat er sich das mehr als nur verdient, auch von Anfang an zu spielen. Genauso wie Starke, selbstverständlich, der muss auch von Anfang an spielen. Hundertprozentig. Hat in der allerletzten Sekunde wahrscheinlich des Spiels noch ja, das Siegtor geschossen und Militz wird auch von Anfang an spielen, weil er dann doch auch ein ziemlich guter Keeper da hinten drin war. Keller lasse ich diesmal außen vor, werde weiterhin Plautz einsetzen mal und ja, ich würde sagen, so gehen wir rein gegen Eintracht Braunschweig. Boah, starker Zweikampf, Salifu wird auch immer, ey komm, ja genau, der Schiedsrichter hat wahrscheinlich nur darauf gewartet, was ich zu dieser Situation zu sagen habe und dann hört er so, warte mal, was, guter Zweikampf, ja gut, dann stoppen wir das Ganze mal lieber, das war natürlich ein ganz klares Foul, oh nee, was ist hier los, mit der Hacke auch noch, Hackespitze 1-2-3, jetzt werden sie ein bisschen frech hier oder was, guck mal, Gott sei Dank haben wir Militz immer noch im Kasten, Alter, meine Fresse, wie konnte der denn jetzt schon wieder zum Schuss kommen, man weiß es nicht, ich habe schon gesehen, Luke Ihorst müsste das sein, auch ein alter Bremer, der dort hier im Sturm spielt und das ist doch ein Ball für uns, ja, ja klar, das ist geschenkt und wisst ihr, was das jetzt bedeutet? Ja, Siggi, wisst ihr das, es geht nämlich auf, jetzt nämlich schön hier zum Konter. Der schlechteste Pass Deutschlands, Manfred Starke, du wurdest nominiert hier für die Bild-Zeitung. Boah, der kommt ran. Nein, das ist kein Tor. Fuck. Latte. Ich habe meine Kopfhörer weggeschmissen. Warte mal. Warte, können wir das Spiel kurz... Okay, hier haben wir es doch jetzt. Ey, das kann doch nicht sein. Das ist so geil. Der Ball kam schön hoch. Ich hatte niemals damit gerechnet, dass Starke den da einfach mal so mitnimmt. Weißt du, dann auch per Kopfball. Und dann Latte. Komm, Lauberbach. Lauterbach habe ich schon fast gelesen. Oh, nee, der macht's besser. Ja, er zeigt uns, wie das eigentlich funktioniert. Das ist sogar Ihorst, oder nicht? Nummer 11? Och, Mann. Er zeigt uns, wie das funktioniert mit dem Kopfball. Der denkt sich so, ach, Manfred Starke? Pah, der weiß doch gar nicht, wie das funktioniert. Ich zeig dir mal, wie das läuft.
Hoffentlich kann Manfred Starke daraus jetzt profitieren. Hat genau zugeschaut und weiß, wie er jetzt gleich für uns einen Ausgleich erzielen kann. Das könnte ein bisschen gefährlich werden jetzt. Ja, nee, doch nicht. Mit unserer Innenverteidigung läuft es auf einmal auch ein bisschen besser. Die stimmt sich auch ein bisschen besser ab. Ich glaube, jemand schrieb auch in die Kommentare in der letzten Episode von wegen, ja, die müssen sich mal irgendwie so einen Kegelabend oder sowas mal auseinandersprechen, damit die sich ein bisschen besser da, weißt du, so ein bisschen besser befreundet werden in der Innenverteidigung. Ich bin nicht ganz, also wirklich, ich habe das Gefühl, die sind mal ein bisschen in ein paar Clubs unterwegs gewesen, ein paar Bars, ein bisschen gemeinsam gegrillt oder so, weil ich habe das Gefühl, dass es auch viel stimmiger läuft in der Innenverteidigung, als würden sie auch alle mal dieselbe Sprache miteinander sprechen und sich auch mal abstimmen für solche Taten. Das ist sehr schön mit anzusehen und das freut mich halt eben auch sehr, dass dann halt anscheinend diese Umstellung der Taktik auch wirklich gefruchtet hat bisher. Oder einfach mal krass, Nick mit dem Scorpion Kick! Hätte den reingemacht, Alter! Ich hätte diese Westraketen rausgeholt! Der ist ja komplett bescheuert im Kopf, dieser krass Nicky. Der macht einen Scorpion Kick! Also das sehe ich wirklich selten. Ich glaube, ja klar, es gab dieses eine ultra krasse Scorpion-Kick-Tor in unserer Werder Bremen-Karriere in FIFA 22, müsste es glaube ich gewesen sein. Ich weiß gar nicht, war das Erendingchi oder so? Irgendjemand hat so einen geisteskranken Scorpion-Kick rausgeladen und so. Da habe ich auch, das habe ich getauft als somit das krasseste Tor, was ich glaube ich in FIFA gesehen habe. Hätte er den so reingemacht, ich sage euch, das hätte ich 2.0 eigentlich gehabt. Das wäre auch wieder mit eins der krassesten Tore gewesen, die ich glaube ich jemals gesehen habe. Heilige Scheiße, Alter, dass die Scorpion-Schüsse hier ausprobieren. Oh, Plautz, wollen wir mal ausprobieren hier oder was? Plautz? Ja, du. Für die Statistik kann man auch mal ein bisschen arbeiten. Warum denn nicht? Oh, oh, diese Passstaffette. Oh, ist die satisfying. Nein, die war so satisfying bis hierhin. Komm, das war jetzt so schrecklich. Da können wir noch mal ein paar Spieler jetzt auswechseln besser. Salifu, wisst ihr was? Der ist nicht mehr fit. Deswegen würde ich sagen, packen wir mal Deichmann sogar auf diese Position. Mal gucken, wie er damit klarkommt, hier ein bisschen mehr Mittelfeld zu machen. Ich glaube, seine, ja, außer seinem Passen-Stat, ansonsten passt das eigentlich auch ziemlich gut, dass er tatsächlich hier als Sechser agiert. Vielleicht kann man ihn ja sogar umformieren zum Sechser, theoretisch. Aber das müssen wir uns mal überlegen zu einem anderen Mal. Ich glaube, Schleusener kriegt jetzt wieder seine Chance vorne. Ich sage euch ganz ehrlich, Budgie gefällt mir gar nicht irgendwie. Deswegen Fornalcik einfach mal und dann gegen Krasniki tauschen wir nochmal so durch. Ja, weil Fornalcik sage ich schon, weil, ja, weiß ich nicht, Budgie, der feiert wieder sein Comeback und freut sich wahrscheinlich auch wieder ein bisschen Fußball spielen zu dürfen, aber das bleibt jetzt auch erstmal bei dem Versuch. Oh, 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 oh. Schwäche? Oder was sehe ich jetzt hier? Bei Braunschweig? Oh, die fangen schon ein bisschen an zu zittern oder was? Es ist auch eigentlich ein bisschen eine Frechheit, dass wir hier tatsächlich noch irgendwie gar nicht Ausblick auf einen Punkt haben oder sowas gegen eine Mannschaft wie Braunschweig. Oh, jetzt geht's aber los. Krass, Niki. Jetzt wieder nach oben gesteckt. Da ist er nämlich Müller mit dem Zeitfallzieher diesmal. Oh, der Keeper ist immer ein bisschen... Nee, Müller hat sich verletzt. Das kann nicht sein. Was ist denn hier los? Könnt ihr auch mal... Alter, so viel Trara, um am Ende gar nichts zu erreichen. Oh nee, bitte ist Müller jetzt nicht irgendwie doof verletzt. Hoffentlich kann er das irgendwie noch rauslaufen, die Verletzung. Das war so stark gespielt, Mann. Oh mein Gott, ich glaub's nicht. In der Mitte, da ist er doch. Schleusener, nee, Deichmann rennt mit. Das ist sogar richtig geil, dass Deichmann mitgelaufen ist. Oh, pass auf. Buchtmann mit dem schwachen Rechten. Kommt aber sehr steil geflogen. Ey, wir haben die 83. Minute. Jetzt geht's nicht mehr darum, schöne Tore hier zu erzielen, sondern es geht mal darum, überhaupt Tore zu erzielen, würde ich sagen. Oh, unten von Alcic gesehen. Klasse gemacht. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Wir müssen jetzt mal endlich was hinkriegen hier. Komm, Mann, Seitenwechsel hier auffahren. Ja, schön gemacht. Auf Plautz. Wo geht's halt eben jetzt hin? Plautz muss eigentlich ein bisschen durch die Mitte ziehen. Da kommt auch schon jemand. Na, wo ist denn der Ball gewesen? Der ist auf einmal verschwunden. Das darf nicht wahr sein. Verschwunden wie oben links, irgendwie das Zeichen der zweiten Bundesliga, wo auch immer das ist. Es verschwinden irgendwie im HUD, obwohl das Spiel schon so lange draußen ist, einfach irgendwelche Zeichen. Lass es Spielernamen sein, lass es irgendwelche Logos sein oder hast nicht gesehen? Oh ne, Ihorst gegen Duré. Oh nein, oh, ich sehe es doch schon am Ball und oh. Gott sei Dank daneben. Ich glaube, wir müssen auch nochmal wechseln. Das gibt jetzt wahrscheinlich gleich die allerletzte Chance im Spiel für uns hier noch irgendwas zu drehen. Oh, ich glaube, Schmidt möchte unbedingt mal wieder spielen. Von daher Schmidt mal gegen Buchtmann. Wir machen jetzt sehr offensiv hier sogar nach vorne, dass wir jetzt richtig alles Mögliche nach vorne schießen. Müller geht raus, Krupa kriegt jetzt auch mal eine etwas offensivere Position. Und dann freuen... Ey, Ball! Okay, wir verlieren die Partie 1:0 gegen Braunschweig. Was ist das denn jetzt? Vielleicht nochmal eine Chance. Vielleicht nochmal eine Chance. Nein, Schleusener pfeift. Ja, kannst vergessen, der pfeift jetzt gleich ab. Außer es gibt jetzt gleich noch vielleicht ein Tor. Hm? Na, habt ihr Lust auf ein Tor? Ja, okay. Milos fängt ihn aber trotzdem. Ja, das gibt's nichts mehr. Schleusener kann rennen, wie er möchte, klar. Der Schiri pfeift ab. Aber es geht ja auch so ein bisschen um die Leistung unserer Mannschaft. Bin ich ganz ehrlich mit euch. Es ist kein Sieg am Ende in der Tabelle. Es sind keine 3 Punkte, die wir bekommen. Aber die Mannschaft spielte extrem gut. Hier hat es einfach, meiner Meinung nach zumindest, so das Quäntchen Glück gefehlt. Wir waren die bessere Mannschaft, auf jeden Fall. Aber wir haben einfach nicht
das bekommen, was wir eigentlich verdient haben. Es kann halt leider auch nicht immer glatt laufen. Ne? Im Fußballspiel kommt es immer noch trotzdem manchmal um Glück. Halt eben, da kommt es nicht drum herum. So, manchmal brauchst du auch Glück. Wir haben jetzt Braunschweig den ersten Sieg der Saison tatsächlich hier geschenkt damit. Tatsächlich, ihr seht es ja schon, ein Sieg hat Braunschweig erst und das ist halt eben gegen uns. Und das nächste Spiel ist gegen Waldhof, ne? Gegen Mannheim, ihr seht schon. Und das ist der letzte Platz. Aber hier werden wir auf jeden Fall einen Sieg holen. Alles andere wäre schon, also das wäre schon stark peinlich, muss man an der Stelle sagen. Ich habe im Posteingang etwas gesehen, was mich sehr freut. Wir sehen nämlich Positionswechseloptionen hier bei unserem Pelletier. Und mal gucken, der müsste jetzt, hat sich gar nichts verändert. Oh scheiße, das ist jetzt ein bisschen antiklimatisch gewesen. Ich habe zumindest gehofft, dass er zumindest seine Gesamtstärke hochgeht, weil er halt durch das Training ein paar Attribute besser bekommen hat. Aber anscheinend hat das nicht ausgereicht. Aber dadurch immer noch, dass er eben schwacher Fuß 5 Sterne hat, würde ich ihn dennoch als Rechtsverteidiger einsetzen wollen. Das wird schon ganz gut funktionieren. Die Frage ist halt nur, was für einen Rechtsverteidiger brauchen wir? Wir haben Endouré. Und den würde ich ja sehr gerne 1:1 ersetzen wollen. Wir haben zwar mit ihm jemanden, der Angriffsrate hoch hat, aber auch Defensivrate hoch hat. Also es ist ein sehr, ja, der ackert, ne? Der ackert da viel auf dem Platz. Und deswegen müssen wir auf jeden Fall seine Ausdauer dafür hochbekommen. Ich überlege ihn aber trotzdem zum defensiven Flügelverteidiger zu machen, weil Endouré ist ja eher defensiverer Verteidiger. Und ich möchte, wie gesagt, einen Ersatz für ihn ja finden. Und das wäre dann auch wieder jemand, der nicht hier als Offensiver agiert, sondern eben als, wobei Flügelverteidiger können wir auch machen, so ein bisschen so ein Mischmasch, ne? Seine Ausdauer geht hoch, was cool wäre. Kriegt Verteidigung hoch, aber Dribbling halt eben auch. Doch, ich glaube, ich mache Flügelverteidiger sogar. Ja, guck mal, nach einer Woche ist der damit sogar schon durch. Das wäre sehr cool, glaube ich. Doch, ich glaube, Flügelverteidiger ist es dann eher bei unserem Pelletier. Und dann hoffe ich, dass wir, wie gesagt, mit ihm jemanden endlich gefunden haben, der sehr, sehr schnell, sehr, sehr stark werden kann. Monatliches Scouting-Update kommt auch nochmal reingeflogen. Wir sehen es von Mars. Und das kann hoffentlich gute Deutsche wiedergeben. Dominik Kraft. Wir brauchen ja immer noch diesen einen Keeper, der halt alles zerfetzen wird. Der absolutes Top-Keeper-Talent ist, aber davon finden wir irgendwie gar nichts. Gar nichts. Das ist doch unglaublich, oder nicht? Immer noch nichts. Die Frage ist jetzt gerade, nicht Jugendakademie, Jugendstab. Wie lange ist der denn noch hier unterwegs in Deutschland? Ja, okay. Kann man jetzt noch hier Rückkehr ist der 19.02. Jetzt weiß ich leider nicht. Ja, jetzt kann ich gar nicht einschätzen, wann das ist, ne? Aber es ist auf jeden Fall noch einige Zeit, glaube ich. Weil wir sehen ja bei Lejeune, dem wir ja einen Scouting-Bericht erst bekommen haben, da sind noch 2 Monate und so, der geht nur bis 29.12. Ja, wisst ihr was, das wird schon ganz gut funktionieren, glaube ich. So, jetzt sind wir nämlich da vor der Partie gegen Mannheim. Und ein paar Änderungen würde ich trotzdem weiterhin durchziehen. Obwohl die letzte Mannschaft jetzt ja eigentlich, wie gesagt, echt ziemlich gut war. Und da will ich gar nicht so viel hier verändern. Aber wie gesagt, Deichmann wird jetzt erstmal nicht hier von Anfang an spielen. Dafür ist Herbst tatsächlich der bessere Spieler gewesen. Ich gebe Lotka trotzdem mal wieder die Chance. Fornalcik ist auf eine 70 hochgegangen, sehe ich gerade. Auch sehr schön zu sehen. Budgie, ne. Das Spiel hat mir gar nicht gefallen. Also, nee, Budgie war wirklich eigentlich eine Katastrophe, um ehrlich zu sein. Müller muss eigentlich wieder mitgenommen werden. Ich will ihn jetzt nicht von Anfang an einsetzen. Ich würde aber Krupa gerne die Chance von Anfang an, ehrlich gesagt, geben. Und wisst ihr was? Keller bekommt auch wieder seine Spielchance. Der war eigentlich auch mal ziemlich gut, wenn er gespielt hat. Und damit bin ich, glaube ich, durch mit meinen Veränderungen in der Mannschaft. Ich sehe Schleusnerrennen. Und das könnte wieder eine Chance sein für ihn, für uns mal wieder ein Tor zu erzielen. Oder er füttert Hansen da oben. Hansen wird von FIFA gar nicht irgendwie als wichtiger Spieler anerkannt. Und der Keeper kommt rausgesprintet. Ich dachte, da könnte ich noch irgendwie rangehen. Habt ihr das gesehen? Also das meine ich halt mit manchmal so ein bisschen Pech. Es ist immer sehr einfach, das Spiel für irgendeinen Schuldigen eben zu nehmen. Zu sagen, oh, das Spiel macht halt alles falsch. Aber das habt ihr ja gerade eben selber, glaube ich, gesehen gehabt. Warum wurde mir dort Hansen nicht als der verfügbare Spieler in der Situation angegeben, sondern halt irgendein anderer? Ja, das war natürlich Abseits. Warum kann ich nicht mal diskutieren? Sondern halt irgendein anderer Spieler, der gar nicht die Chance hatte, den Ball irgendwie zu bekommen. Keine Ahnung, aber das ist halt eben auch manchmal FIFA, ne? Boah, ich weiß immer noch nicht. Wir müssen uns mal so ein bisschen über Hansen unterhalten, ja? Der hat jetzt keine große Szene gerade gehabt, ja? Ganz ehrlich, also ist jetzt nicht so, dass ich jetzt auf... Oh, schönes... Hallo. Der hat ihn mal wieder flachgelegt hier. Aber das wird gar nicht abgepfiffen. Nein, warum denn auch? Hä? Aber er macht ja weiter. Keller, das ist ja wirklich ein Arbeitstier. Aber über Hansen möchte ich eigentlich gerne sprechen, weil ich habe das Gefühl, Hansen wird nicht irgendwie dem gerecht, was eigentlich seine Stärke ausmacht. Immer noch nicht. Und ich bin sogar am Überlegen, ob ich ihn nicht sogar vielleicht gar nicht mehr einsetze und ihn in der Wintertransferperiode sogar verkaufe, weil er ist nicht so gut, wie er sein sollte. Aber krass, Niki kann das. Oh, nee, vielleicht doch nicht so sehr. Nee, aber Hansen, ey, guck mal, der hat eine 76er Stärke. Als in der Zweitligamannschaft. Da hat jemand auch schon in die Kommentare geschrieben, der ist eigentlich zu stark für die zweite Liga. Ne? Vor allen Dingen für Oldenburg. Der dürfte hier eigentlich gar nicht sein, sind wir mal ganz ehrlich. Der spielt aber, also der Anfangs... Hansen, also als wir ihn gerade zum ZOM gemacht hatten und so weiter, da, uiuiuiui, bisschen hier gribbelig geworden.
als wir ihn jetzt zum ZOM gemacht haben und ihn nicht mehr als Mittelstürmer eingesetzt haben, ja, da gefiel er mir den ersten zwei Spielen extrem gut, aber seitdem kam ja wirklich nichts mehr von dem. Ich habe manchmal nicht mal das Gefühl, dass er wohl auf dem Platz steht. Also, ja, ich weiß nicht, ich glaube, der muss uns wirklich bald verlassen. Das hat für mich irgendwie keinen Sinn, den weiterhin zu behalten, wenn er nichts macht. Vielleicht hat ja jetzt ja Hansen seine Chance, sich zu beweisen. Flanke in die... Ey, du hast die... Er konnte... Er hätte eigentlich... Oh, was macht der denn da für einen Flug? Ey, komm, und wir bleiben so nicht am Ball. Alter, wir haben echt aber auch in letzter Zeit echt viel zu viel Pech hier in den Spielen, Alter. Das kann doch wohl nicht sein, ey. Er hätte locker unseren Stürmer schön ein bisschen füttern können mit dieser Flanke und macht dann so einen Käse hier. Oh, Keller mit der ersten, mit dem ersten großen Fehler hier in der, überhaupt in der Partie. Oh, von Alcik, das ist doch ein Geschenk für dich, würde ich sagen, oder? Da können wir doch mal ein bisschen daraus was machen, oder? Fütter ihn jetzt. Ach, was ist denn los mit euch? Wollt ihr nicht mehr mit unseren Stürmern hier gemeinsam agieren oder was? Komm, von Alcik, jetzt vielleicht. Von Alcik vorm Tor. Von Alcik in der Mitte gespielt. Das einzig Richtige. Das ist das einzig Richtige für diese Situation. Von Alcik? Nee, ach, das ist ja gar nicht mehr von Alcik. Stimmt, Brandt, du kriegst jetzt die nächste Chance. Vielleicht kannst du von Alcik ein bisschen zeigen, wie das wirklich gemacht wird. Ja, wobei, das sieht nicht wirklich gut aus. Egal, wir sind immer noch am Ball. Ach, wir müssen auf die Flügel, glaube ich, ausweichen. Keller, wie gut kannst du flanken, Keller? Kannst du das vielleicht auch ein bisschen besser? Ja, weiß ich nicht, ob das unbedingt besser war. Oh, Schleusener, dein... Aha. Scheiß Kopfball, Hansen will sich durchsetzen, nein, und niemand gerichtet hier irgendwie den Ball, außer natürlich der Gegner, obwohl schon wieder alles recht gut für uns läuft. Komm, Müller, du kriegst deine Chance gegen Hansen, weil er, wie gesagt, einfach nicht da ist und ich glaube, schweren Herzens muss ich Deichmann einsetzen. Diesmal glaube ich sogar eher für Salifu, weil das hat mir ziemlich gut gefallen, als Deichmann diese Position von Salifu eingenommen hat im letzten Spiel, als ich ihn auch eingewechselt habe. Jetzt, nächste Chance, oben steht er komplett frei, Hansen, das muss es, der macht nichts! Gut, dass du ausgewechselt wirst, meine Güte, gegen Mannheim können wir doch nicht drei Punkte mitnehmen. Das geht doch nicht. Wir müssen drei Punkte mitnehmen, Mann. Wie viele Chancen muss es denn noch sein? Wir dominieren dieses Spiel. Mannheim ist eigentlich gar nicht da. Mann, also, ja, okay, ein bisschen übertrieben schon, aber so, was die Statistiken zumindest angeht, sind wir halt wirklich die sehr, sehr viel bessere Mannschaft. Wir haben viel mehr Ballbesitz als die, viel mehr Chancen auch schon gehabt als die, aber wir belohnen uns schon wieder nicht. Guck mal, wir stehen uns sogar gegenseitig im Weg. Was ist hier los? Guter Pass. Nee, und die Ballannahme nicht gut genug. Wir spielen mit fünf Männern vorne im Sturm. Habt ihr das gerade gesehen? Oh, Herbst kann sich durchsetzen. Mein Gott, der ist schnell. Der ist der deutsche Usain Bolt, so nennt man ihn ja auch. Oh, oh, oh. Schön gespielt. Jetzt Schleusener. Nein, du hättest Schleusener füttern müssen. Der wird durch. Oh mein Gott, Mann. Boah, das frustet mich so hart. Wir sind so viel besser als die, wenn die jetzt ein Tor... Wir sind wirklich die viel bessere Mannschaft. Das kann einfach nicht wahr sein, dass wir hier nicht führen. Und Schleusener gebe ich ja nicht mal die Chance. Ich möchte nicht mal Starker einsetzen. So von wegen, ja, Schleusener macht es nicht gut oder was ist hier nicht was. Da will ich lieber einen Starker einsetzen. Das ergibt keinen Sinn meiner Meinung nach. Weil Schleusener, der bekommt halt nicht die Bälle. Das ist das Problem. Nicht, dass er nicht gut ist, sondern er bekommt einfach nicht die Bälle von unserer Mannschaft. Jetzt vielleicht füttern wir ihn mal. Nee, zu spät. Zu spät. Du musst schneller sein, Müller. Och Mann, das ist ein Foul wahrscheinlich. Ja, genau. Genau. Alle spielen wieder gegen mich. Er pfeift ab, ey. 0:0. Ja, man sagt nicht umsonst, wer den Punkt nicht ehrt, ist es Fußball nicht wert. Aber das hätten wir gewinnen müssen. Nee, also da gibt es kein Partout. Pardon, nicht Partout. Das hätten wir gewinnen müssen, ehrlich. Wir waren die klar bessere Mannschaft. Und das wissen unsere Fans auch. Deswegen pfeifen die halt auch alle. Oh, ich habe schon Angst gehabt. Mein Gott, ich habe schon wirklich Angst gehabt. Ich sehe oben rechts, dass Jovanovic mit mir sprechen möchte. Und ich wusste ganz genau, weswegen das ist. Aber ich finde es gut, dass er so kommunikativ ist. Das habe ich, glaube ich, in der letzten Episode schon gesagt gehabt. Jetzt kommt er mit und sagt, die Jungs machen sich Sorgen, dass dem Club aktuell irgendwie die hohen Ansprüche fehlen. Genau, jetzt sehen es auch nach Titeln. Das haben wir schon mal gehabt. Ich sage einfach weiterhin danke für die Mitteilung. Ich versuche daran zu arbeiten. Und das ja vielleicht sogar mit weiteren Jugendspielern. Mal gucken. Wir haben nämlich hier Dominik Malinowski zum Beispiel. Der ist absolut nichts wert. Genauso wie Pawłowski, der nichts wert ist. Och, Mann. Ach, Mann. Ach, und du? Nee, auch wieder nicht. Okay, sind halt auch nicht die besten Scouts. Und dann müssen wir halt warten, bis der Franzose wieder um die Ecke kommt und bei uns klingelt und sagt von wegen so Bonjour, bonjour, bester Spieler, bester Spieler. So, dieser Punkt
hat uns aber zumindest nicht wirklich weggeknallt von Holstein Kiel. Wir sehen es, Holstein Kiel mit einem Sieg hat absolut die Möglichkeiten, wenn wir verlieren, eben uns zu überholen. Ja, wie gesagt, wir kämpfen um den Abstieg. Ne, das ist ganz klar, das sollte jeder von euch auch wissen. Das ist hier Abstiegskampf par excellence. Es ist immer noch extrem spannend, was hier abgeht, keine Frage. Als nächstes müssen wir gegen St. Pauli. Und wir wissen, dass St. Pauli eine gute Mannschaft ist. Das macht es für mich immer ungemütlicher. Wir kriegen es zumindest so hin, dass wir momentan nicht viele Gegentore kassieren. Also will ich ganz klar hier nochmal anmerken, es hat gefruchtet. Mein Plan Nummer 1 war es ja, dass die Defensive wieder gestärkt wird, weil ihr habt ja die Episode da gesehen, die letzte, da haben wir so viele Gegentore kassiert, wie ich glaube in der gesamten letzten Saison unserer Werder Bremen Karriere im letzten FIFA, ne? Und deswegen, also, das haben wir geschafft. Diese Lücke ist gefüllt. Wir haben jetzt nicht mal mehr die schlimmste Tordifferenz, das ist jetzt bei Mannheim halt angekommen. Und deswegen mache ich mir, was das angeht, nicht mehr die größten Sorgen. Trotzdem darf man hier nicht aus den Augen verlieren, dass wir dennoch dann auch dafür sorgen müssen, dass es vorne weiterhin gut bleibt und nicht so abläuft wie jetzt gerade eben, ne? Weil unsere Chancenverwertung ist dann doch irgendwie schon ziemlich mies gewesen. So, wie ist der Ausblick hier bisher? Wir müssen schon wieder gegen Mannheim? Okay, ganz komische Sache. St. Pauli, danach gegen Holstein Kiel, einer unserer direkten Konkurrenten dort, unsere engsten Verfolger mehr oder weniger. Gegen VfL Bochum, was eine sehr schwierige Partie wird, weil die haben fast gegen Hannover 96 gewonnen, habe ich gesehen. Und die sind auf Platz 1. Und dann wieder gegen Mannheim. Also kriegen wir sozusagen die Chance, die zweite Chance, gegen die halt eben zu gewinnen. Aber ich glaube, das machen wir erst in der nächsten Episode. Ich glaube, für heute sollten wir das jetzt erstmal ruhen lassen. Wir sollten uns darauf fokussieren, in der nächsten Episode weiter da anzugreifen, wo wir jetzt schon unsere positiven Aspekte gefunden haben, dass unsere Verteidigung in der nächsten Episode weiterhin so spielt und agiert, wie es heute der Fall war. Und dann irgendwann die Stürmer werden folgen. Das sage ich euch. Apropos folgen, ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Episode, dass ihr mich bis dahin folgt. Oh, das ist so eine scheiß Überleitung gewesen. Ich lasse euch einfach raus. Haut da rein, bis zum nächsten Mal und tschüss, tschüss.